Ein ganz harmloses Märchen zu Ostern. Sie müssen sich vor mir nicht verstecken. Ich bin Ihre zuständige Avon-Beraterin. Und ich bin so harmlos wie ein Pfannkuchen. Er ist so ganz anders. Aha, vollkommen anders, kann man sagen. Er ist so mysteriös. Er ist Edward. Mann, die Dinger sind cool. Kann ich ihn am Montag in der Schule rumzeigen? Kevin, was glaubt ihr, sind seine Hände heiß und kalt? Edward mit den Scherenhänden. Karfreitag, 20.15 Uhr, der Filmfilm in Sat.1. Das war das Aufregendste, was mir je in meinem ganzen Leben passiert ist. Sat.1 macht Ostern richtig bunt. Franziska von Almsick, jung, dynamisch, spontan. Bäh. Franzi auf der Bühne mit Harald Juhnke. Einen Tag lang löchert sie den Star und lockt ihn aus der Reserve. Franzi trifft Harald Juhnke, Ostersonntag, 17.45 Uhr in Sat.1. Sat.1 macht Ostern richtig bunt. Der Ostersonntag in Sat.1. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und das heißt Eddie Murphy. Wer ist der Kerl? Ich bin von der Metallux-Sprengstoffentwicklungsfirma. Augenblick mal, Moment. Mein Name ist Johnny Wishbone. Wer ist dieser Mann? Ich würde sagen, ein Bulle. Yo, sein Baby, Motto, yo, sei hart zu Verbrechern. Au! Au! Und verwöhne dich selbst. Das tut er gründlich. Also, um 20.15 Uhr Beverly Hills Cop 2. Anschließend eine spannende Flucht durch Alaska im Express in die Hölle. Und zur Vollendung eines aufregenden Filmabends erleben Sie Gene Hackman in Der Dialog. Der Ostersonntag. Sat.1 macht Ostern spannender. Sat.1 macht Ostern richtig bunt. Eine erfolgreiche, schöne Frau. Und ein Mann, der ihr Sohn sein könnte. Ich liebe dich. Gegen eine Welt... Das hat Ödipus auch gesagt. Dafür ist mein Sohn zu schade. ...von Ablehnung und Intoleranz. Haben Sie das jetzt endlich kapiert? Ich begehre dich. Der große TV-Film mit Christiane Hörbiger, Frances Fulton Smith und Peter Weck. Die bittersüße Geschichte einer tragischen Liebe. Ostermontag, 20.15 Uhr in Sat.1. Sat.1 macht Ostern richtig bunt. Da jubelt der Osterhase. Die großen Stars wollen alle ins Sat.1 Osterprogramm. Alle. Dafür nehmen sie alles auf sich. Sie gehen die weitesten Wege. Sie benutzen jedes Gefährt. Jedes Mittel ist ihnen recht. Sex, Gewalt und Gebete. Wer bin ich, dass du mich senden willst? Und nichts kann sie aufhalten. Nichts kann sie bremsen. Sie wollen wirklich alle dabei sein. Die Einschaltquoten werden enorm sein. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Sat.1 macht Ostern richtig bunt.